Ja, meine lieben Freunde, und damit ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Skyrim. So, wir gehen jetzt mal noch zur anderen Bärenhöhle, sammeln da mal noch ein paar Pelze ein. Weil wir müssen insgesamt 10 Stück davon sammeln. Ist so eine ganz kleine Nebenquest, wo man noch in Eberstadt erledigen kann. Den Stab, den konnte ich irgendwie nicht zerstören. Da habe ich den auch verkauft. Ich glaube, man hat mich das nicht. Ich glaube, man hat mich noch nicht gesehen. Und ich packe jetzt mal die Nordpfeile auf die Favoriten, weil es nervt mich, dass ich immer als die Eisenpfeile ausgerüstet habe. So, muss ich einfach nur 4 drücken und zack. Jemand sieht mich schon. Wie kann man mich denn schon sehen? Der sieht mich ja schon. Oh jo, komm, dann mache ich halt kein extra Damage. Ich ziehe mal das Amulett von Mara an. Das habe ich sowieso schon die ganze Zeit dabei. Ich frage mich, warum ich das nie anziehe, weil dann kostet der Wiederherstellungszauber nicht so viel. So, und da haben wir schon mal die Hälfte jetzt gesammelt. An Bärenpelze. Die Honigstrandhöhle. Ja, das hört sich auch wirklich danach an, als würde es da von Bären nur so wimmeln. Gibt es da wirklich nur einen jetzt? Und zum Haken. Nein, da gibt es zwei Bären sogar. Oh, verdammt, kommst du her? Ich habe schon jetzt einen Knochenbrecher. Wow! Mein Leben. Lalalalala. Hier mal hier. Fasanenbrust. Das Essen, das Essen. Ein Wildbret essen. Wir haben uns mit Knochenbrecherfieber infiziert. Der verschlossene Raum. Nehme ich mal alles mit. Auch alles mitnehmen. Und ich glaube, der verschlossene Raum ist auch ein Lehrlingsbuch. So, Hängemoos nehme ich mal mit. Das ist nämlich noch eine neue Zutat. Die kennen wir noch nicht. Magikersenken entdeckt. So, dann her mit euren Pelzen. So, es müsste eigentlich, genau. Noch 3 Pelze müssen wir sammeln und dann haben wir es auch schon geschafft. So, jetzt haben wir uns mit Knochenbrecherfieber angesteckt. Ausdauer verringert, entzieht 25 Punkte Ausdauer. Na super, das ist ja richtig kacke, wortwörtlich gesagt. Dann müsste ich jetzt nochmal nach Weißlauf gehen gerade. Weil ich will ja sowieso in Weißlauf noch die Quest machen, die ich so vorstrebe. Und dann können wir uns, ich glaube, da müssen wir sowieso gerade sogar in den Tempel gehen von Kynareth, um die Quest da zu machen. Aber jetzt verkaufe ich erstmal noch gerade die Sachen noch. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ja, ich will komm, nur ich, was hast du einen Blick darauf. Was hast du zu verkaufen? Die sagt immer das Gleiche, immer dasselbe. So, Fellrüstung weg, Stiefel weg. Nee, die Bärenpilze verkaufe ich bestimmt nicht. Das kannst du dir sonst wo stecken. Kriege ich immer noch für 0. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, dann muss ich mal in den Tempel gehen. So, und dann müssen wir mit ihr reden, aber jetzt soll ich mich erstmal von dem Knochenbrecherfieber heilen. Danke. Der Schmerz lässt bereits nach. Ja, und da ist es auch schon wieder weg. Perfekt. Jetzt müsste ich wieder 165 Ausdauer haben. Ich gucke lieber immer mal nach. Okay. Willkommen, Kind. Erzählt mir was über diesen Tempel. Das ist der Tempel von Kynareth. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen
wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Ich halte diese Die Anhänger von Kynareth spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Warum sind die Pilger nicht gekommen? Ein großer toter Baum ist nicht sehr inspirierend, wenn man kommt, um die Göttin des Windes und des Regens anzubeten. Kynareth spendet Leben, und wir brauchen einen lebendigen Baum als ihr Symbol. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wieder zu beleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Welche Waffe würde funktionieren? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ich besorge Nesselfluch für euch. Euer Geist ist stark. Kynareths Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Und begonnen der Segen der Natur. Das ist anscheinend sogar eine etwas größere Quest. Ist sie auch. Was? Ja, und es geht um diesen Baum hier. Und der sieht wirklich so aus, als wäre er in einem Schlummer verfallen. Und wir wollen ihn wieder wecken. Und damit das geschieht, müssen wir diese Quest hier machen. Und die ist, ich finde die echt cool. Ich mag die. Deswegen schalte ich die mal aktiv. Und wir müssen jetzt die Waffe Nesselfluch besorgen. Und die finden wir hier bei dem Waisenfelsen. Dann reisen wir nochmal nach Felgen. Genau, nach Felgen. Wir reisen jetzt nach Felgen. Ich brauche mal wieder neue Felgen für mein Auto. So, ich glaube einfach nur die Straße hier hoch und dann einfach gleich einfach nur links in die Wildnis rein. Dann finden wir, glaube ich, auch schon da, wo wir hin müssen. Ja, wir kriegen es mit Hexenrahmen zu tun. Das sind neue Gegner, die kennt ihr noch nicht. Also die haben wir noch nicht gesehen. Machen wir mal so. Im Prinzip neue Gegner. So, jetzt müssen wir hier abbiegen. Und Hexenrahmen sind auch relativ starke Gegner. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und da ist auch schon ein Gegner. Oh, vorbei. Wieder vorbei, wieder vorbei. Und eine Hexe. Was, Bären fallen? Jetzt war und tschüss. So, dann ist noch ein Gegner und den Waisenfelsen entdeckt. Sehr schön. Oh, eine Eishexe, die kämpft mit Eis und tschüss. Was hast du denn da jetzt gerade gekillt? Ein Fuchs. Oh. Das ist auf jeden Fall nicht eine Hexe. Eieieiei. Hier bin ich ja schon hier gegrillt. Ich werde ja hier gegrillt und gut ist sie auch. Oh, dann ist doch eine Hexe. Warum hatten die so einen starken Feuerzauber? Was ist denn hier los? Warum driften die nicht so gut, bitte? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Die spinnt doch. Die spinnt total. Ich glaube, ich muss erstmal... Alter, das ist unfassbar. Jetzt hör doch mal auf damit!
Du nervst! Alter, jetzt reicht's! Was ist das denn? Jetzt muss ich hier meine ganzen, oder was? Ist jetzt... Die ballert mich hier voll mit ihren Feuerkugeln. Das ist ja wirklich sowas wie von ätzend. Das sind Hexenraben. Verdammte Biester, Alter. Und noch eine Sturmhexe. Na, super. Verrecke, so. Jetzt, was? Noch eine Hexe? Sag mal, wie viel von ihren kleinen Lehrlingen hat sie denn hier? Nein! Nein! Das ist nicht wahr. Die wurden gerade gekillt. Von der alten Olle da auf dem Berg. Ich mache beim nächsten Mal ein Quicksave. Das ist ja echt. Hat die Olle uns gekillt. Die ist ultra stark. Wir werden es doch wohl mit einem Hexenrahmen aufnehmen können. Das ist doch, Und ich denke so, ja komm, killst du noch diese Hexe da, ne? Und auf einmal höre ich noch so ein Feuerzauber und denk so, scheiße, das war's jetzt. Ich renne jetzt direkt hoch. Ich kill nur die eine Hexe, die uns jetzt wahrscheinlich über den Weg laufen wird. Und dann renne ich sofort dahin und kill den Hexenrahmen, damit die erledigt ist. Die Olle. Ey, das ist nicht wahr. Kann ich mich ja auch einfach hinschleichen. So, da sind doch schon die ersten Gegner. Und die sehen uns noch nicht. Deswegen schleiche ich da mal schön weiter. Oh. So, da oben ist das Vieh irgendwo und wartet nur darauf, uns mal wieder zu grillen. Und wir wurden entdeckt. So. Stirb, du Olle, Alter. Du nervst, weißt du das? Und du nervst richtig ab. So, im Nahkampf haben wir natürlich gegen uns keine Chance. So, ich heile mich jetzt trotzdem mal kurz. Gibt's nicht. Und tschüss. Und tschüss. So, und die hat jetzt dieses Nesselfluch. Die Waffe, die wir brauchen. So, und jetzt kommt ihr. Jetzt seid ihr noch dran. Warum machen die denn so einen Schaden? Besseres zu tun. So, her mit deinen Sachen. Gott. Und noch einmal lasse ich mich bestimmt nicht töten von denen. Das können die sowas wie schon vergessen. So, und eine Truhe-Adept. Boah, Entschuldigung, aber das hat mich gerade echt angekotzt, weil die anscheinend so viel Mana hat, dass die mich da tausendmal beschießen kann, ohne dass sie das irgendwie ein bisschen stört. So, mal gucken, was es jetzt hier oben noch gibt, weil hier gibt es auch noch eine Truhe. Und ein Jagdbogen der Schwächung, den nehme ich auch alles mit auf jeden Fall. Hier, das ist alles. Nein, ich will nichts. Obwohl, dann passt das gerade, dann kann ich hier gerade entzaubern. Jagdbogen der Schwächung, weg damit. Novizenrube der Herstellung, weg damit. Schwarzmagierrube, weg damit. Ach komm, wisst ihr was? Das tue ich jetzt auch mal weghauen. So. Geschafft. Geschafft, ja.
Ja, wir haben es geschafft, Leute. Oh, eine Honigwabe nehme ich auch mit. Oh Mann, ey. Oh, hier haben die Flächenzauber als Falle aufgestellt. So, wir haben Nesselfluch. Da würde ich sagen, zurück nach Weißlauf. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Dann geben wir mal die Quest noch ab und dann würde ich sagen, beende ich den Part wieder. Boah. So. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ja, ich habe Nesselfluch für euch. Oh, nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Ich halte diese ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. So, und jetzt müssen wir uns dieses Ahnenschimmerharz besorgen, damit wir diesen Baum hier in Weißlauf wieder erwecken können. Aber das machen wir erst im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.